Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu etwas ganz Besonderem, nämlich ein Unknown Artifact. Hallo Fleischhammer. Hallo Minjas, da hast du dich aber jetzt gerade Mühe gegeben. Gehst du mit rein? Wie? Wie gehst du rein? Ich alleine. Unknown Artifact ist wahrscheinlich gar nichts. Mit wem hast du gerade geredet? Von wegen gehst du mit rein? Mit dir. Wie soll ich da reingehen jetzt? Hä? Stell dir vor. Da ist die Scheiße am Internet nicht. Alles Mist. Also, Fakt ist, ich kann es nicht abbauen. Das heißt, das Ding hat einen Kern. Das heißt auch, ich muss mir den Weg freischießen. Ja, das ist krass. Okay. Gehärteter Stahl, denkt sich die Pistole. Weiter. Also, ich komme in das Ding nicht rein. Höchstens das da oben. Ist das auch gehärteter Stahl? Bist du auch gehärtet? Auch gehärtet. Wie kommt man denn da rein? Ich höre da auch ein Geräusch wie ein Generator hier in dem Ding drin. Lang nicht. Untergraben? Ist immer gut. Doch schon wieder was knurren gehört. Nicht, dass ich hier. So schnell, bevor mir der Sauerstoff hier die. Die Synapsen verzwirbelt. Ja. Die hat keinen Sauerstoff. Helm aufsetzen kann helfen. Du bist doch ein Assi. Schönes Spiel, ja. Ich überlege gerade, gehärtet, ob ich mit dem Raumschiff hier kurz mal reinhalt. Ja, zitter. Zitter ab. Kollege Schmier. Gehärteter Stahl. Nee, du, ich glaube, das ganze Ding. Ich hol mal kurz einen Büchsenöffner. Hast du die Geschütze sind alle weg, sozusagen, ja? Oh Gott, hat das wehgetan. Nee, scheinbar nicht. Okay, danke. Was habe ich gemacht? Die Geschütze weg? Nee, es ja, hat keine Geschütze. Ach so? Nee. Nee? Merkwürdig. Vielleicht musst du buddeln. Hab's unterbuddelt. Da ist nix. Ich zerstöre jetzt gedenkende Aliens, indem ich mit dem Ding hier reinhalte. So, ein chirurgischer Schnitt. Kurz gebremst. Und komm. Das Ding reagiert auch nicht auf Raketen und nu? Muss ja irgendeine Lösung, muss es ja geben. Klingt jedenfalls gar nicht so. Ah, jetzt. Es dauert nur einen Moment. Der Mensch kommt vorbei und zerstört, was von Alien-Händen geschaffen worden ist. Aha. Was bist du denn? Was habe ich denn da freigelegt, bevor ich es jetzt völlig zerballer? Kommt die Drohne her? Minias schützt ab. So. Und F. Klassisch geparkt in der Kuhle. Das ist ein Generator. Wie? Jetzt ist ein Generator drin. Standardgenerator oder wie? Ja, in der Mitte von dem Ding, aber. Jetzt hier wertvolle Ressourcen verschwendet. Naja, ich habe auf jeden Fall x Raketen reingeleiert. Na gut. Wird schon Sinn gemacht haben. 125. Okay, das interessiert es nicht. Wenn er keinen Strom hat, kann er sich nicht schützen. Doch wenn der Kern, ist egal, oder? Wenn er keinen Strom hat, kann er sich nicht schützen. Naja, ist jetzt die Frage, macht Sinn den Generator? Nee, macht leider nicht. Er kann sich nicht schützen. Schwierige Intention.
Leider ist es. Das ist eine gute Idee. Okay, der Generator ist weg. Was ist denn? Ah, da ist der Kern. Unten drunter. Okay, erledigt. Altes Artefakt zerstört. Der Amerikaner hat gesiegt. Es geht um Öl. Entschuldigung. Ja, nee, ist doch selbstverständlich. Machen wir doch so. Ja. Kennen wir doch. Wissen wir doch. Du. Öl. Geile Sache. So geil ist jetzt hier. Jetzt auch nicht. Also wenn jetzt nicht mehr drin ist als... Ja, irgendwas cooles. Oh doch, hier ist was drin. Oh Gott, ja. Warte mal. Pistole nachladen, alles klar. Mhm. Beinbruch lauert hier. Bei mir ist es so doof, ist zu fliegen. Geh nochmal hoch. Nee, war da ein Eingang oder habe ich den jetzt... Nee, oder? Ich befürchte, da war oben ein Eingang. Den einfach mal übersehen hast, oder was? Jo. Ah ja. Oder? Nee. Ich glaube, der ist weggesprengt. Aber hier ist nichts drin sonst. Okay, darüber denke ich nochmal nach. Final. Später. Hm. Nee, ich glaube, das ist nichts. Doch, Minjas, guck da mal hin. Das kann nicht irgendein Artefakt sein und dann ist da nichts zu holen. Nein, ist nicht. Mit bestem Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Es war halt ein Artefakt. Dann bin ich böse, es ist Fakt, aber. Dass es ein Artefakt war. Dann bin ich böse, aber... Ich habe so ein Gefühl. Mach ein Gefühl. Den ein bisschen anstellst. Was willst du denn? Naja, ich verstehe doch mal. Ich verstehe. Gerade eine Blockade. Ich würde ein bisschen was abtragen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Und Screenshots natürlich machen, ist klar. So. Ja gut, fliege ich weiter. La 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 la. Schade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur so... Glaube. Da hinten, ja klar, schon. Irgendwie. Minigun-Drohne da vorne, also ist hier was. Blockade. Minis hat Kobalt-Erzlager gefunden. Auch nicht das Schlechteste. Oh, die sind aber nah. Schön. Hat seinen Treffer abgekriegt. Und da schießt sie. Bam! Da hast du Drohne. Wo ist dein Kumpel hin? Hat er dich alleine gelassen, wa? Der Arsch. Schon so, dass das bei dir so auch zum Selbstzweck dient. Oh, es hat sich gelohnt. 50 Patronen. 20 Raketen rein für 60 Patronen. Wahnsinn. So. Ist okay. Herzlichen Dank nochmal, dass die Munition so, ich sag mal, reichhaltig unter das Volk gebracht hast. So lieb verteilt, ja. Hm. Ich glaube, hier an der Grenze des Äquators rum zu schlawenzeln bringt nicht viel. Ich flieg mal so ein bisschen ins Landesinnere.
Aha, Magnesium brauchen wir. Nee, nicht wirklich. Xeno Vehicle Port, MK. Kennen wir noch nicht. Mhm. Aber der wird für dich auch aufgedeckt, ne? Ja. Ja, ich sehe, sofort, wenn du da was machst. Aber Eisen hast du schon geholt, noch schon, ne? Nein. Ja, doch, durch den Abbau an der Basis. Aber ist natürlich nicht genügend. Ich suche doch Eisenerzlager. Du weißt doch, das zweite Eisenerzlager, was ich auf der Map gesehen habe. Wird gerade hart beschossen. Oh, jetzt muss ich aber mal ganz schnell abdrehen. Die haben mich fast zur Kapeister geschossen. Da ist. Hart unter Beschuss. Der neue Film von Jacques Bobo. Nee, es klingt eher nach Til Schweiger. Ja. Hart am Limit. Eisenslager. 76, hier haben wir schon mal rausgefriemelt. Wo bin ich denn hier? Bin ich jetzt etwa wieder in der Nähe von der Basis? Ja, natürlich. Hätte ich auch gleich hier hinfliegen können, wäre ich ihn ja links abgedreht. Naja. Wir haben auch das Raumschiff gut geschossen, getroffen. Okay. Multifunktionswerkzeug, bin ich dämlich? Ich muss da reparieren. Hat mir getroffen eben. Hä? Nicht kaputt? Ich kann nichts reparieren. Ah, hier. Hä? Was habe ich denn kaputt gemacht? Ich sehe nichts kaputt. 50. Hä, wo hat denn der hingeballert? Ich habe einen guten Treffer kassiert. Auf jeden Fall wurde es blutig. Ah, hier. Cockpit hat er gut getroffen. Da eine Scheinwerfer ist fast kapreist da. Ey, wie kann das jetzt sein? Was hat er denn? Ah. Mich würde mal interessieren, ob der nur Cockpiten beschießt. Ja. Wenn jemand drin sitzt. Nee, brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten, ja. Unser Cockpit wurde schon des Öfteren zerschossen, ohne dass da jemand drin saß. Ich dachte, der Kern wäre das Ziel. Gut. Ich dachte, der Kern wäre der primäre Punkt, der beschossen wird. Ja, stimmt. Wisst ihr, was wir mal ausprobieren wollten? Wir wollten den Kern mal ganz links oder ganz rechts einbauen, um zu sehen, ob die denn dahin ballern. Wir könnten ja mal so einen Ausleger machen, wie so eine Angel, wo der Kern dran hängt. Ja, genau. Natürlich mit einem Ersatzkern dabei. Oh, Sauerstoff. Ich glaube, ich muss leider gleich zurückkommen. Dann nehme ich jetzt aber noch ein bisschen Eisen mit. Das wäre echt nett. Könnten wir auch so. Wenn wir hier über 1000 sprechen, dann. Ja, haben wir ein Thema? Haben wir ein Thema? Mhm. Ich bin gerade so ein bisschen schnöde Arbeiten an erledigen. Was ist mit, ist No Man's Sky eine Gefahr für Imperion? Nee, null. Zwei verschiedene Spiele. Erkläre. Also ich habe es heute gespielt, muss man dazu sagen. Wir haben heute Dienstag und ich habe heute gestreamt und habe da meine ersten Schritte gemacht. Ich habe mich fast ausschließlich nur auf dem Heimatplaneten, auf dem Startplaneten aufgehalten. Ja. Und habe Sachen entdeckt. Also es ist ein Entdeckerspiel. Ja. Und ich finde jetzt Imperium ist ein Spiel, hat eher Minecraft-Style. Also, ja, näher. Ohne dich jetzt irgendwie negativ anhauchen zu wollen. Ja, schon so ein bisschen. Also, du kannst die Erde abbauen. Du kannst bei No Man's Sky auch Sachen abbauen. Also, zum Beispiel, wenn du Bäume absägst, hast du Kohlenstoff, der wichtig ist, zum Beispiel, um deinen Anzug aufzuladen und so. Also, Energielieferant in dem Sinne ist. Ja. Du hast aber Höhlen, die prozedural generiert werden und so weiter. Und das finde ich, das macht dieses Spiel unheimlich interessant.
Also, ja, weil du hast halt teilweise Formationen von Höhlen, die bis zu 128 Meter tief sind, glaube ich. Die mit so Stalagmiten, Stalaktiten ausgestattet sind, Farben, Lichtern, irgendwie Sachen, die man einsammeln kann. Natürlich hat man sehr viele Pflanzen, die einfach nur Materiallieferant sind. Aber es ist eigentlich ein Entdeckerspiel. So. Man kann zwar auch Handel betreiben und es gibt Weltraumpiraten, die einen auch dann besonders angreifen, wenn man wertvolle Waren dabei hat und solche Sachen. Man hat auch ein Handelssystem im Spiel drin. Ja, das stimmt, das habe ich schon gesehen, ja. Aber das ist so ein Teil, der mich überhaupt nicht interessiert, muss ich sagen. Na gut, ich weiß nicht, ob du, um weiterzukommen, ob du dich machen musst oder so. Also ich sehe das Spiel als unendliche Möglichkeit, neue Sachen zu entdecken und neue Planeten und Tierarten und die zu, wie sagt man das, kartografieren sagt man nicht, dann wäre es ein Gebiet, also zu erfassen in dem Sinne, ja. Das ist ja so, du hast ja wie so ein Lexikon, wo du dann diese entdeckten Spezies oder Planeten siehst und kannst dann die praktisch umbenennen in deine eigenen, also zum Beispiel mein Startplanet heißt Synapsia. Okay, lustig. Den habe ich halt so genannt und ich würde halt, ich habe mir überlegt, so ein Hashtag für meine ganzen entdeckten Planeten, also oder wie so ein Zusatzkürzel, weißt du, Syn. Für die Synapsen halt. Ja. Das war so meine Idee. Einfach um so ein bisschen dann einheitlich was reinzubringen. Weiß ich nicht genau, wie ich es mache. Ich weiß auch nicht, ob es sich so reizt, jetzt stundenlang Planeten zu benennen. Ne? Das ist jetzt irgendwie auch nicht so spannend. Gut, wenn, wenn du jetzt einen neuen entdeckst. Und, wenn ich jetzt so einen fünfschwänzigen Pferdhufler sehe, ja, dann. Dann wird der. Ich sehe halt einen fünfschwänzigen Pferdhufler. Kannst du dir mal gerade Gedanken machen, wie ich hier raus. Wenn ich hier rauskomme. Ja, da haben wir mich schon. Nee, ich glaube nicht, weil No Man's Sky ist ein Spiel, was auch keinen Multiplayer in dem Sinne bietet bisher. Oder nicht so richtig, wie man es von Imperium kennt. Ja. Es kommt jetzt zwar auch Basenbau rein. Das war halt so seine Idee, wenn die Leute, wenn den Leuten das Spiel gefällt, dann wird er das irgendwie machen, ne? So, ich komme jetzt mal lieber zurück, oder weil, halt wie viel Eisen habe ich? 591, muss ich leider zurückkommen, weil es wird gleich rot blinken, Sauerstoff. Imperium hat einen anderen Ansatz. Ich meine, wenn das Imperium noch Dings reinbringt, ne, also hier prozedural entdecken und so weiter, was ja geplant ist, was auch, wo ich von ausgehe, dann wird das bestimmt auch nochmal ganz spannend, halt so ein bisschen diesen Forscherdrang zu befriedigen. Aber, keine Ahnung. Und dann ist halt auch die Grafik, ne? Also No Man's Sky ist natürlich das Blizzard-Spiel unter den, weißt du, Grafiken. So, also es hat halt eine sehr einfache Grafik, weil es halt natürlich auch prozedural generiert wird. Also die Flora und Fauna ist halt sehr großflächig und grob. Jetzt zumindest auf der PlayStation auch recht bescheidene Texturen. Was einfach auch so ein Performance-Ding ist, ne? Du kannst jetzt nicht riesige Texturen haben. Sicher, ja, sicher. Also wenn du überlegst, No Man's Sky ist, glaube ich, 6 GB groß auf der PlayStation. Das ist natürlich lächerlich wenig. Weißt du mal direkt jetzt ein Eisen hier in den... Ja. In den welchen? In den rechten? In den hinteren? Ja. Wo nee, du dann stehst? Ja. Ja. Mach rein. Ist drin. Achso, die Stahlplatten packe ich auch mal rein, was ich hier abgebaut habe unterwegs. Ja, geil. Ich habe nicht so viel abgebaut, das war jetzt nur einfach, weil ich da das Ding nicht forsten wollte. Also ich meine, ich habe jetzt heute einmal gespielt, über 3 Stunden. Und No Man's Sky hat einen ganz eigenen Reiz. Man muss halt dazu sagen, als wir Imperium angefangen haben, war das auch so ein Entdeckerdrang, ne? Stimmt. Ich kann mich noch ganz 100% genau dran erinnern, als wir das erste Mal in den Weltraum geflogen sind. Ja, die Geschichte ist ja immer so ein Evergreen. Ich glaube, das wird man auch nicht vergessen, diesen Moment. Und das jetzt halt in No Man's Sky ist es halt permanent, ja, du fliegst aus dem Weltraum raus, du fliegst in den Planeten rein, ohne Ladezeiten. Also es ist auch nicht wie hier, wo eine andere Dings geladen wird. Also wenn, dann haben sie es sehr gut gemacht. Also da gibt es halt nicht wirklich so ein, weißt du, so ein Plöpp. Ja. Also einen leichten schon, meine ich, dass es so einen leichten Schatten gibt, aber das ist eher so ein Verschwimmen. Okay. Also ob das so hundertprozentig nahtlos ist, ist, also wenn, dann ist es sehr gut gemacht. Mias, jetzt wollen wir mal kurz in den Weltraum nochmal, können ja schon mal losfliegen. Ich brauche Satiumbarren.
Ja, grundlegend hätte ich dir jetzt dazu gestimmt. Gut, wir können das machen, ja, aber ich glaube, das wird heute die letzte Folge in dieser Aufnahmesession sein. Ach so, ja gut, dann sind wir schon mal in die Richtung. Ja, wir haben mittlerweile haben willst wir mal halb zwölf. Ja komm, dann komm mal mit. Was hast du denn hier gebaut? Warte mal. Ach, das ist das Ding, das kenne ich ja schon. Aber das ist wollt falsch ihr eigentlich, oder? Es wirkt so kontrastarm, zumindest bei dieser Art von Wand. Mach doch mal schwarz deine. Moment bitte. Ist los? Geht nicht, doch jetzt, ja. Ah ja, ist besser. Hm. Aber das ist nicht schwarz, das ist grau, was du gemacht hast, oder? Okay. Warum will das nicht? Ich glaube, du musst ganz auf die Kante zielen. Ich hab schon, ich hab tatsächlich, glaube ich, das gleiche. Oder ist es schwarz? Nee, es wird wahrscheinlich schwarz. Jetzt zieht. Ah! Jetzt, ja, jetzt. Jetzt kannst du den Sockel vielleicht noch heller machen oder so. Ja, ja, natürlich. Ja, so ist gut, das passt. Schön, sieht gut aus, mag ich. So diese kleinen, was ich da auch tue. Ja, da, super, passt genau in die Lackierung. Also wirklich farbtreu sozusagen. Ich wollte einen Screenshot machen von deinem pinken Sohle. Jetzt hast du so umlackiert. Minias. Mit was willst du denn mit deinem Hobel? Ich will nur, dass du mal siehst. Ja. Ne? Ja, ja, ich weiß, was man. Ja. Ne? Hast du schon mal, hast du schon mal, also kannst du schon mal so, ja, was? Ist gut. Nee, besser. Du bist konventionell? Nee, undiskutabel. Ein guter Konstrukteur. Ich habe auch noch Fleisch dabei, was ich zurückbringen muss. Also ich glaube, wir werden in der nächsten Folge beim Weltraum fliegen. Fleisch ist nice. Und Hammer. Na nee, gut, lassen wir das. Nice Hammer. Ich muss schon wieder essen. Bauen macht Hunger. Bauen macht Hunger. So haben wir Tomaten vielleicht noch übrig. Wie ging es eigentlich in unseren Garten? Achso, das kommen wir gar nicht mehr raus. Hat übrigens gesagt, wir sollen den Garten mit Glas verweistern. Weil? Also gerne, den, ja. Den Aufzug mit Glas da oben. Jetzt. Ach so, oh, nicht schlecht, ja. Können wir machen. War das nur Tomaten? Ich glaube ja, ne? Also. Fünfmal Fleisch, Dings mal Dings. Okay. So. Schibidibub. Dipap. Papadibub. Ja, No Man's Sky nochmal abschließend ist, glaube ich, keine Konkurrenz in dem Sinne, weil es einen ganz anderen Ansatz hat, weil es ein Entdeckerspiel ist. Und hier geht es ja wirklich darum, dass man ein Fahrzeug baut oder eine Basis baut, die wirklich funktioniert, in dem Sinne, weißt du? Ja. Ich glaube, das wird in No Man's Sky auch nicht kommen. Und dann ist es halt aber auch noch so, man muss sich halt überlegen, dass, wie soll ich das beschreiben? Mal gerade raus. Ich finde jetzt einen Basenbau in No Man's Sky ziemlich sinnlos. Interessant, aber sinnlos. Also zum Zeitpunkt jetzt. Was auch, also, jetzt, was ich halt, sagst, was weil ich mir halt nicht vorstellen kann. Was halt richtig toll ist an Empyrean, ist, dass du Schiffe selber bauen kannst. Das ist halt wirklich ein riesen Punkt, ja, den, denke ich mal, viele auch lieben an diesem Spiel. Die No Man's Sky halt alles fertig machen kann. Vielleicht nur noch ein paar Blöcke und diese noch einfügen müssen und dann ist halt wirklich alles abgedeckt, was so geht. Und, Formen zum Bauen sind eigentlich ganz cool. Ja. Ich finde es halt teilweise, und das hatte schon empirisch schon immer, das muss man auch so ein bisschen als positive Kritik sehen, es ist alles sehr grob. Ne? Also so ein großes Tor ist alles mir zu. Also dieser Rahmen von diesem Tor, irgendwie, weiß ich nicht, alles so ein bisschen. Alles ein bisschen sehr grob, wenig detailliert. Große, viereckige Blöcke. So, ne? Mir kommt das alles sehr grob vor. Ja, auch relativ einfach erhalten, ne? So. Ja, dann nennen wir es mal einfach, genau. Also man hat halt immer diese riesen Blöcke. Ich habe schon immer gesagt, ich fände es besser, wenn die Blöcke kleiner wären, damit man halt noch ein bisschen detaillierter bauen kann, gerade bei so einer Basis. Auch wenn jetzt die Rundungen und so dazugekommen sind. Ach so, ja, okay. Also ich finde halt die Abmaße zu groß. Du setzt ja hier einen Block, der mannshoch ist, ja? Also 2 Meter Block. Ich weiß nicht, die Hälfte fände ich besser. Einfach um ein bisschen detaillierter, abgerunder, eckiger bauen zu können. Muss man die, glaube ich, billiger machen oder so. Ja, ja, klar, die Möglichkeiten gibt es immer, aber das ist halt ein Grundkonstruktionsding. Ja, ist egal. Ihr Lieben, das war No Man's Sky, nein, das war Empyrean. Jedes Spiel hat für mich die Berechtigung zum richtigen Zeitpunkt. Außerdem gibt es hier einen anständigen Multiplayer. Und das macht es schon mal im Gegensatz zu No Man's Sky einen guten Zacken wertvoller. In diesem Sinne,
Ich habe ordentlich was angestoßen an meiner Diskussion. Ne? Absolut, ja, wir haben uns bis 25 Minuten verquatscht. Ich meine, dafür war die letzte Folge ein bisschen kürzer, war die ein bisschen länger. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben uns verquatscht, ist auch so witzig. Ja, wir uns. Ich. Ja, nee, ja. Ja, okay. Dann bis dahin. Tschüss. Trotzdem. Tschüss. Ja, tschüss.